So, Leute, herzlich willkommen am Sonntag, 17 Uhr ist es, und wir spielen heute kein Retro. Oh Gott, Überraschung. Ausnahmsweise mal nicht heute, denn Riders Republic hat mich im Moment so ein bisschen gefesselt, macht schon ein bisschen süchtig das Spiel, und deswegen denke ich mir, werden wir heute ein bisschen rumdecruisen im Schneegebiet und mit dem Fahrrad und was es nicht noch alles gibt. Hauptsache nicht der Fallschirm, der ist nämlich scheiße, wie wir gestern festgestellt haben. Deswegen werden wir uns ein bisschen heute hochleveln und ein paar neue Gefährte vielleicht gewinnen. Deswegen freue ich mich, dass ihr dabei seid. Und Servus an der Chris und an der Jansoft. Und heute Nacht gibt es Orkanböen. Hier geht es jetzt schon los. Seit so einer Stunde bläst hier aber böse, du, mein lieber Mann. Eigentlich hieß es ja, es soll Freitagabend losgehen. Da war aber irgendwie so gar nichts. Und jetzt kommt es, dieses zweite Orkantief mit zweitägiger Verspätung. Toll. Wahrscheinlich morgen, wenn ich früh raus muss, dann geht es wieder ab hier und mir fliegt hier alles weg. Naja, apropos wegfliegen, wir gehen ins Spiel. Ich nehme mal Cam in der Mitte. Ich glaube, das wird das Spiel ganz gut. So, let's go. Das ganze Wochenende hier immer mal. Ja, hier ist es regnerisch und bisschen windig, jetzt kein Orkan, aber ja. Man merkt schon. Man merkt jetzt schon, dass der April bald vor der Tür steht. Ein bisschen, ja, es geht auch vor allem hin und her. Sonne, dann geht's wieder, dann wird's wieder 10 Minuten später dunkel. Regen, es ist. Ja, wir müssen diese ersten 4 Monate noch hinter uns bekommen. Dann wird's wieder besser. So. Jubilee-Boo. Riders Republic. So, ich hoffe, dass sie was hier noch Capture-Pepture machen. Yes. Bis morgen um 9 dauert die Warnung. Zur Not fahre ich morgen mit Auto zur Arbeit. Ist vielleicht besser, ja. So. Wir cruisen. Let's cruise this. So. Gerade ein bisschen hier Stress hier gehabt hier. Ich muss noch schnell nur noch in die Dusche gesprungen. Eben noch was gegessen irgendwie. Kommt mir vor, als wäre Montag heute. Irgendwie alles hier den ganzen Tag dieses blöde Spiel gezockt. Dachte ich mir, okay. Verbinden wir das angenehm mit den nützlichen und werden uns hier ein bisschen hochleveln. So, weiter. Ich hoffe, der Chris holt sich das auch noch irgendwann. Es ist noch mal verlängert worden, das Angebot. Also es kostet, glaube ich, noch bis Dienstag 3. Ein 30 statt ein 60er. Hey, wir könnten direkt einen Massenstart machen, aber da blamiere ich mich wieder. Mach lieber mal ein Event. So. Die haben wir alle schon gelöst. Ich muss mal hier ins Skigebiet. Ich will Trickski fahren. Das ist ein bisschen zu kurz gekommen gestern. Es waren so viele Zeit-Events. Ja, ein bisschen. So, die haben wir. Das war new. Hier noch was zum. Und ein Spin. Erziele mehr als 145.000 Punkte, ohne zurückzuspulen. Könnten wir mal probieren, theoretisch. Neulich gesagt, warum ich es nicht hole. Dann müssen wir, glaube ich, eine Donation machen, damit du, dann musst du es dir holen. 5,50 zu deinem Rail, erzielt 20 Punkte. Und hi, Sabi! Servus! Das Spiel hat vorhin österreichisch gesprochen. Ich dachte schon, okay, schade, dass das nicht im Stream passiert ist. Aber irgendwie dieser Sprecher da sagt, oh, hier in Österreich ist sehr leibend. Ist wohl gut. So, gewinne im Schwierigkeitsgrad Profi oder höher. Das traue ich mir zu. Im Trickski bin ich echt ganz gut. Ging es also in Zeit-Events. Wer steht nicht auf Pizza? Wenn du in Mammoth bist, kannst du dir wohl ein praktisches kleines Lieferant so schnappen. Klingt vielleicht nicht. Fahren wir mal hin zur Challenge. Ich hoffe, bei euch läuft's flüssig. Bei mir auf dem Zweitmonitor, komisch, läuft es immer so ein bisschen hakelig, das Spiel. Das ist wie beim Insider bei Horizon am Freitag. Aber ich hoffe, bei euch läuft es
Läuft's gut. So, Solo. Da läuft gut. Perfekt, läuft flüssig, ja. Dann ist das nur, weil wenn das Spiel auf höchsten Einstellungen läuft, dann macht er wahrscheinlich automatisch die Browser-Qualität ein bisschen runter. Sehr schön. Ah. Steigen wir mal ein. Skifahren! So. Gucken wir mal, was wir das noch können mit den Tricks. Ah, der war doch nett hier, guck mal. Heppa! Heppa! Und hepp! Doch. Komm, jetzt nehmen wir mal den Bogen. Den Bogen und der zweiten. Nein, nicht spulen. Ich komme gerne mal auf die Spultaste. Das will ich gar nicht. So. Man spule nur sehr ungern in dem Spiel. Spule nicht so gut. Hinfallen noch viel schlechter. So. Die Strecke bin ich noch gar nicht gefahren, glaube ich. Und hepp! Auf zu spulen, Spiel! Mit meinen Wurstfingern komme ich natürlich gerne mal auf den rechten Button. Und mit dem rechten Trigger beschleunigt man ja. So, aber trotzdem noch Erster geworden, okay. Muss man den Schwierigkeitsgrad, glaube ich, hochstellen. So. Ach so, drei Läufe gibt's hier. Hm. Lauf 2 von 3. Das könnt ihr jetzt auch sehen, ist die Cam, glaube ich, so ist in Ordnung. Schwer in solchen Spielen nicht irgendwelche Einblendungen zu verdecken. So. Okay. Dann machen wir eine Rampe hier. Und hepp. Oh, cool. Epische Kombination. Yeses. Warum ist es gestern nicht so gut gelaufen? Ich habe mich so blamiert gestern. Nochmal episch. Epic. Der war nicht so gut. Der war nicht so gut. Yep. Yep. Und yep. Nicht schlecht. Depressive Eskalationsspiel. Zumindest wenn man gegen Kollegen spielt, wird man war nicht depressiv. Das hier sind eher so Aufbaurunden gegen die KI. Finde ich gut. So, dritter Lauf von 3. Wir schon ganz gut vorne liegen. So. Hier erinnert es mich wieder ein bisschen an Snow Surfers. Jupp. Meh. Nicht spulen. Immer seine komische Drehung hier. Okay. So im Spiel musst du dich zuerst einspielen. Du warst nicht schlecht, das Spiel war einfach zu hart. Ja, die anderen waren schon zu eingespielt, kann man sagen. Okay. Ich glaube, ich gehe mal nach oben irgendwie. Besser, wenn man die Tricks hier sieht. Ich denke, es ist besser. Bei dem Spiel kann man eh irgendwie immer... Oh, egal, ich glaube, so ist besser. Hey, das ist ganz gut. XP! Wir brauchen XP! So, wir kriegen ein neues Brett. Bis ich das mal hab, seid ihr schon wieder viel zu weit. Ach, Quatsch. Ich habe auch erst gestern angefangen, richtig. Freitag habe ich nur das Tutorial gemacht. Event abgeschlossen. So, ich habe 139 Sterne.
Top 3 im Schwierigkeitsgrad Experte oder höher, ohne zurückzuspulen. Kriegen wir hin. Hoffe ich. So. So. Gut, dass wir früher immer so viele Pilot Wings gespielt haben. Da können wir das hier mit dem Fallschirm ganz gut. Das steuert sich wirklich sehr ähnlich. Guten Tag, der Patrick. Servus. So, wir machen Eagles are flying. Oh, 286. Nehmen wir die klassischen Tricks hier und gehen auf Experte. Strauß mir mal zu. So, alright. Start. Oh, ist wieder schön Lichtstimmung hier. Traumhaft. Gucke mal hier. Jetzt streck mir dein Arschland hier ins Gesicht. Ich sehe nichts. Oh, warte mal. Ups. Spulen wollte ich eigentlich nicht. Ach, komm. Hab's ja so lange nicht gespielt. Kaum spielst du es mal eine halbe Stunde nicht. Musst erstmal wieder gucken, wie man das steuert. So. Yep. Jetzt. Hier geht es ja auch nicht dazu, darum, jetzt gerade in dem Ding, wer als erstes ins Ziel kommt, sondern wer meist Punkte für die Tricks holt. Häpp. Häpp. Ach, shit. Ich will auf den links eigentlich drauf springen. Und häpp. Yes. Oh Gott. Was war denn das? Wo bin ich jetzt dagegen hier? Alter. Ein Sammelobjekt gefunden, immerhin. Hey. So. Ah, da wollte ich wieder zu viel. Wenn man zu viel will, ist meistens auch nicht gut. So, und ab. Immerhin. Und ab. Oh Gott. Die Rampe war ein bisschen scheiße genommen. Und, aber jetzt. Pfui. Aua, meine Wirbelsäule. Naja, gut war es nicht gerade. So wirkt das Spiel viel angenehmer als gestern. Ja, für mich zumindest. Top 3 im Schwierigkeitsgrad Experte. Ich glaube, das war wohl nix. Ich muss wahrscheinlich nochmal spielen. Boah, der war schlecht. Ich habe es auch versemmelt hier. Ich habe jeden Sprung fast versemmelt. Start das nochmal neu. Ja, ich wusste heute echt nicht, was ich spielen soll, retromäßig. Ich hatte so ein paar Ideen, aber irgendwie gab es nichts Spezielles, wo ich jetzt so Lust drauf hatte. Deswegen dachte ich, mach mal Riders Republic heute mal. Hat als Ideen das Asterix und Obelix Spiel auf dem SNES. Das habe ich auch noch nie durchgespielt. Oder Mario World, das hat aber auch schon jeder 100 Millionen mal gesehen, auf 96 Ausgänge. Das habe ich, glaube ich, im Stream noch nicht gemacht bisher. Oder The Flintstones Game auf dem Game Boy. Hätte ich auch mal wieder Bock drauf, vielleicht eins von denen. Oder erst eine Umfrage machen, auf was ihr Lust hättet. Vielleicht nächste Woche. Da sind wir zu wenig Anlauf hier. Scheiße. Also Umfragen kommen so komische Sachen raus. Deswegen frage ich auch nicht.
Deswegen spiele ich auf was ich selbst Lust habe, am liebsten. Und das ist heute Riders Republic. Ich hoffe, das ist okay für euch. Katastrophe am letzten Sonntag. Ja, letzten Sonntag war ein bisschen, naja. Shit, shit. N64 Games selten. Eigentlich nur im Wunschstream. Weil ich zu der Konsole eigentlich überhaupt keinen Bezug hatte. Weil ich die damals nicht besessen habe. Mir auch die Grafik irgendwie bis heute nicht so zusagt. Ich weiß nicht. Mario 64 gibt mir emotional null. Das mag bei vielen anders sein, aber. Was ist denn der Checkpoint? Start das Event mal neu. Muss er mal hier. So. Unglaublich. Oh ne. Alter, Rampe verpasst. Oh, perfekte Landung, das war gut. Yep. Und da drauf. Und da drauf. Und Sprung. Nice. Der war schön. Perfekte Landung. Ja, guck mal. Legendär. Okay, scheiß Landung, aber legendär. Ich habe ihn immerhin gestanden, den Sprung. Come on! Immerhin habe ich ihn gestanden. Das ist mir die Qualität der Landung relativ latte. Dankeschön, Sabi. Sabi hat mich gestern schon motiviert. Also wenn ich einmal in wenigen Fällen gewonnen habe. Meistens in den Trick-Events war. Shit. Ah. Puh! Wenn man immer zu viel will. Wenn man immer zu viel will. Und hopp. Wie jetzt auch wieder. Oh, diesmal erster Platz scheinbar. Ja, wir haben alles. Wir haben alle Sterne. Nice things. Yay. Muss der seelischen Beistand geben. Yes. Oh, Alu Akbar. Und ein neues Fahrzeug. Was gibt's Schönes? Chia. Neue Trick-Chia. Tempo, Luftdrehung, Federung plus 3. Nehme ich doch direkt. Sehr schön. Du rutschst durch diese Events, als wärst du im Spaßbad. Das Burton Grove steht an und das ist wirklich geil, ich schwör's dir. Kümmer dich erstmal um diese Events. Die geben dir den letzten Schliff. Nicht vergessen, denk positiv und stell dich jeder Herausforderung, die dir unterkommt. Oh, ich habe einen neuen Sponsor, Armada. Sponsoren bieten dir tägliche Verträge. Jupp, danke schön. 31 Meter. Kann ich ja zu Fuß gehen hier. Ist ja nicht weit. Das ist ja nicht weit. Oh, ich kann auch Ski nehmen. So. Und Abend, Magus. So, für Tricks und Drehungen, ne, die sind wir.
Dann nehmen wir mal die Commercial 155. Gehen wir an den Schwierigkeitsgrad Elite. Ja, ich traue mir was zu. Ziele, CGs, passiere die Kamera. Das habe ich vorhin, glaube ich, irgendwann mal nicht geschafft. Ist aber ein bisschen versteckt, diese Cam. Solle. Lauf 1. Und auf der Dachgiebel. Na, das war nix. Komm, start nochmal neu. Das war nix. Schlechter Start. Tiefer Schnee auch noch. So, ab geht's. Hier drauf. Hier drauf. Und hey! Der war episch! Der war episch! Diesen makellosen Double Misty Seatbelt werden die Preisrichter sicher belohnt. Puh, bisschen zu lang. Eine Drehung zu viel. Nice. Aua! Ich spule mal zurück. Ich mache das nicht so gerne, wenn sie mir zurückspulen, aber... Den möchte ich nochmal... Na! Nee. Das ist zu viel. Das sind zu viele Drehungen. Jetzt. Fuck! Steh auf! Okay. Aber schön, hier den Sponsor Burton zu sehen. Das hast du schon erwähnt. Den gab es doch schon in She or Die. Auf dem C64. Da war auch Burton-Werbung. Okay. Die Strecke erstmal. Komm mal nochmal hier. Machen wir das nochmal richtig hier. Wenn die Strecke ein bisschen kennen, geht's auch leichter. So. Okay. Ein Double Misty Seatbelt. Diesen makellosen Double Misty Seatbelt werden die Preisrichter sicher belohnen. Selbe Kack wie eben. Komm mal da lang. Misty mit Seatbelt. Eine sehr stilvolle Kombination. Und hepp. Hol. Schlecht. Das ist auch keine Strecke, wo du jetzt besonders tolle Sprünge machen kannst, leider Gottes. Naja. Shit. Souveräner Letzter, das war nix. Zweiter Lauf, vielleicht mal jetzt ein bisschen besser hier. Yep. Gehen wir mal hier drauf. Verflucht. Diesen makellosen Double Misty Seatbelt werden die Preisrichter sicher belohnt. Der war schön. Nöp. Perfekter Double Misty Seatbelt. Ein Misty mit einem knackigen Legendär. Aua, ach, da muss man springen. Okay. Ich dachte, da kannst du einfach so sich drauf
ziehen lassen. Nix ist. In dem harten Schwierigkeitsgrad. Misty mit Seatbelt. Eine sehr stilvolle Kombination. Gehen wir mal hier hoch, klar. Was für ein cooler Trick. Ein Misty Seatbelt. Guck, ob das ein bisschen besser war. Nee. Im Event bin ich schlecht. Ich habe aber zu wenig Punkte aus den letzten Läufen mitgenommen. Ich hab's im ersten Lauf schon verkackt, glaube ich. Shit! Ja, natürlich. Den krieg ich ganz gut. Den Hase, weg da! Steh doch diesen blöden Sprung einmal. So knapp immer. Und yep. Aua! Misty mit Seatbelt. Eine sehr stilvolle Kombination. Perfekter Double Misty Seatbelt. Und ui. Nicht spulen. Oh Gott, spult er auch noch. Ich hab den Event gar nicht vergessen hier. Sehr stylisch und kreativ bisher. Das war ein Misty. Ein bisschen Fruststrecke hier. Was für ein cooler Trick. Ein Misty Seatbelt. Hm. Naja. Nix von allen. Keine Nebenziele erreicht. Gewinne den Schwierigkeitsgrad. Oh Gott. Das war schlecht. Habe ich das in Experte jetzt gespielt? Ich glaube nämlich ja. Immerhin. Levelaufstieg. Auch besseres Equipment. So. Ist der Belohnung bei 200 Sternen? Wir haben 150 jetzt im Moment. Ach, diese Stuntstrecken, die mochte ich jetzt gar nicht. Das haben wir. Hier ist noch was mit dem Fahrrad. Komm. Oh, das habe ich schon gemacht. Sprich mal neue Trickstrecken mit dem Fahrrad. Hier ist eine. In der schönen Wald. Perfekte Landung. Da stolper ich hier im Gras. Über die Fliede oder was das ist. So. The Flow. Ich hoffe, da kriegen wir auch einen Flow. Fahrräder haben wir mittlerweile sehr viel am Start. So, stehen wir auf Experte. Reicht. Führe 15 Neutricks während des Events aus, ohne zurückzuspulen. Okay. Gewinne und lande einen Double Backflip, ohne zurückzuspulen. Der Double Backflip. So. Alter. Schon einen Kontrollpunkt verpasst. Ah, ah. Und jo, das war ein Frontflip, aber nicht. Egal. Oh, ein Backflip machen hier. Kein Frontflip. Ich verstehe einfach das Tricks nicht mehr. Komm, nochmal starten. Ernsthaft?
merkwürdige Zeiten warten auf niemanden. Gibt wieder ein Massenstartrennen. Das kommt ja alle halbe Stunde. Ja, die Trickliste hier. Radsport. Backflip ist A und A, okay. Einfach zweimal A drücken. Ah ja, okay. Jetzt muss ich den nur zweimal ausführen. Übrigens einen Stern hier bekommen. Hätte ich hier nicht geschafft. Ist die Rampe nicht hoch genug? Jetzt vielleicht. Hey! Yes! Autsch. Wehgetan, aber ich habe ihn gestanden. So, jetzt brauche ich noch ein paar gescheite Tricks, damit wir Erster werden. So, im Moment sind wir auf der 4. Nach Punkten. Ja. Ich kann so schnell nicht ändern, wenn wir so weitermachen. So. Jetzt gib ihm hier. Nice. Checkpoint verpasst. Ich krieg die Krise. Ja. So. Und hopp. Dritter. Müssen wir überhaupt noch Dritter werden im Moment? Cool. Ah, du blöder Sack. Warum? Okay, oh, wir sind Erster. Nach Punkten gerade. Wenn auch nur knapp, dann sind wir wieder Zweiter. Hey, du scheiß Checkpoint. Bah. Könnten mich auch aufregen hier. Okay, episch. Damit sind wir noch Erster geworden, glaube ich. Nice, 3 Sterne. Yes. Wann es auch ein bisschen knapp war hier am Schluss. Wir haben alle höheren Level als ich. Oh, gehen wir mal ein neues Rad. Je besser das Rad ist, umso geringer ist auch die Chance, dass wir bei so großen Sprüngen hinfallen. Schon gemerkt. So. Oh, der Grip ist gut hier. Das nehmen wir direkt. Thanks for the GGs. Der nächste große Meilenstein, der ansteht, ist der Red Bull District Ride. So wild, der würde einen Geier vom Arsch vertreiben. Jedenfalls setzt einen das Event unter Strom und die nächsten Herausforderungen werden dich gut darauf vorbereiten. Viel Spaß. Fahren wir hin zu der Red Bull. Was ist das? Autsch, ins Haus geflogen. Das ist nicht so einfach mit dem Scheißding. In dem dicht besiedelten Gebiet hier. Come on. Das Ding kaputt, hä? Ich glaube, ich fahre lieber. Ich fahre mit dem Schneemobil. Scheide. Oh, die Winnie! Der Rider, der Daddle, ja, ihr wart nicht da. Ihr könnt gerne mitmachen. Kein Problem. Ich muss nur ein bisschen, Fahrzeuge hier mir beschaffen. Also Fahrräder habe ich jetzt mehr als genug.
habe ich heute richtig viel dazu gewonnen. So. So, wir haben hier das Absolut O2 380. So, und ich kann inzwischen so die Tricks sogar, spiele die sogar teilweise schon auf Elite. Den mache ich ja so. Lande einen epischen Trick, erziele mehr als 240.000 Punkte ohne Rückspulen. Erreiche die Ziellinie ohne Stürze, ohne Rückspulen. Puh, schauen wir mal. Ja, ich hoffe, dein PC geht wieder. Aber ging ja, glaube ich, heute Nacht schon wieder an. Hast du geschrieben. Stell alle in den Schatten und die Stadt wird dich für immer verehren. Bei Divini war das Mainboard überhitzt gestern Abend. Wegen diesem Spiel. Der fortschrittlichste Slopestyle-Bike-Wettbewerb kehrt zurück. Macht euch bereit, so richtig durchzudrehen. Die besten Athleten der Republic stehen kurz davor, sich mit der Schwerkraft zu messen. Autsch, ne, das war nix. Komm, nochmal. Einmal war Divinity nicht mehr da. Ich dachte, es lag wieder im Internet. Aber dann war der PC, war auf einmal im BIOS drin. Scheiße. Autsch, der war episch. Das war ein epischer Trick, aber episch gefailt. Hab's nicht mal heute getestet. Gestern ging zumindest wieder an. So. Sag mal, was ist denn das jetzt hier? Warum stehe ich das nicht? Die war gefrustet wegen dem Glitchzaun. Oh, Insider. Servus. Insider hier. Wir haben ein Event nach dem anderen abgestaubt gestern. Fehlermeldung und zack, BIOS an. Das hatte ich auch gar nicht, sowas. Muss man hier die Landung ein bisschen, na, nochmal üben. Und hoi Bella, servus, na bünd. Ernsthaft? Die Geschwindigkeit von der. Schauen wir mal nach einem Programm, was die Temperatur überwacht. Gibt es da nicht sogar für das Stream Deck was? So ein Widget? Ich glaube ja. Geschmeidiger Rodeo. Rodeo! Scheiß! Stroh wieder! Warum liegt hier Stroh? Und hoi, Magus! Da kommt ein Rodeo. Sehr gut. Ich hab schon hoi, Magus gesagt heute, oder? Ich komme schon durcheinander. Magus war doch schon da. Warst ja noch nie ein High-End-Game, Chris. Oh, hallo! Omsi verbraucht mehr Ressourcen als alle AAA-Titel zusammen. CPU-Auslastung. Ja, das habe ich auch. Ich glaub's. Gab es nicht auch was, wo Temperatur angezeigt wird in so einem Knopf? Und in den Rodeo. Mein ja. Geschmeidiger Rodeo. Oh, der hat funktioniert. Cool. In der Luft 2 Minuten. Tschu! Episch! Verkeckt. Aber jetzt.
Geschmeidiger Rodeo. Puh! Zeigt einiges an Kreativität bei diesem Rodeo. Was denn? Uuuuh! Verdammte Scheiße! Entschuldigung. Darf ich nochmal spulen? Bei Trick-Events ist ja egal. Kann man ja auch mal spulen ohne hier. Gleich. Juhu! Naja? Muss ein bisschen perfekter stehen, das Ding. Was war das jetzt? Ich lasse nur gutes Zeug auf meinem PC. Was? Aber mein Fahrrad ist scheiße. Später bei den Fahrrädern, da ist es auch selten, dass man hinfällt. Man steht den Sprung öfters. Aber das gute Fahrrad habe ich noch nicht. Passt. Okay. Wie viele Läufe gibt es denn hier? 2 von 2, okay. 2 von 2. Schön. Ein sehr sauberer Rodeo. Sauber, naja. Sauber ist eine Geschmackssache. Hallo Sportsfreunde, einer Wahnsinnshöhe in den Rodeo. Nice. Nämlich um euren Lauf mehr Stall zu verleihen. Also probiert kommt ein Rodeo. Autsch! Sehr gut. Ihr hört Stop Air, wie immer mit Benji und vielen Tipps, um euch zu verbessern. Geschmeidiger Rodeo. Okay. Zeigt einiges an Kreativität bei diesem Rodeo. Double Front Flip Suicide No Hander Bombe. Schön, ein sehr sauberer Rodeo. Ui, ui, ui. Wer ist es auf der Bahn zu bleiben hier? Passt. Yay! Finish! So fliege ich auch immerhin. Eine epischen Trigger immerhin. 24.000 ohne Rückspulen. Ihr habt so viel. Ja, ich habe noch nicht mal mit Rückspulen so viel. Das kriegen wir mal 6 Sterne dafür. Dankeschön! Respekt! Manche glauben, District Ride wäre eine Sache von Leben und Tod. Ich kann dir versichern, es ist viel wichtiger als das. Du hast es gerockt. Ich zieh den Hut vor dir. Der Hut. So, was haben wir denn da? Das sieht doch gut aus. Hauptsache keine Minuswerte. Von daher, ich habe so ein neues Fahrrad bekommen. Das hat direkt mal Tempo minus 10. Dachte, okay. Nee, danke. So. Ich glaube, ich gehe mal zu einem Ski-Event wieder. Ja. Groß-Event abgeschlossen. Ist was Neues? The Bowl. Perfekt. So. Say cheese, passiere die Kamera. 18.000 Punkte von einem Rail. Und mehr als 195.000. Hallo Morpholex, lass mal was sehen. Ich bin noch nicht so lang drin in dem Game.
Und mit den Tricks läuft's ganz gut. So. War die. Halt mal auf Experte. Gibt auch schon XP-Bonus ab Pro. Dann zockst du denn schon, dass du so gute Werte hast. Ich habe heute ziemlich lang gezockt, muss man sagen. Hab den halben Vormittag gezockt. So, komm, das machen wir nochmal neu. Schlechter Start. Aber so wenig Anlauf. Böller Benno! Das ist ein schöner Name. Du Böller Benno! Servus und willkommen. Weil lauter Typen siehst du hier halt wenig. Okay. Darf ich nicht mehr als zwei Tricks machen, sonst breche ich mir die Wirbelsäule. Übung macht den Meister, das ist normal bei dem Spiel. Aber es nimmt einem sehr gut an die Hand, muss man sagen. Ah, du siehst halt nicht, wie du... Weil die ganzen Typen vor dir sind. Am besten zurückspulen und warten, bis die weg sind. Hier geht es ja eh nicht, wer am ersten im Ziel ist. Ne? Da müssen wir erstmal ein bisschen abpassen, wie viele Tricks man machen kann. So. Wupp. Ja, es geht. Na, ja, das ist zu viel. Das ist auch zu viel. Okay, ich warte mal am Start. Ist besser, glaube ich. Nee, ist das Problem. Ich will immer zu viel. Ja. Manchmal geht's einfach nicht. Wohl, wenn man einen perfekten Absprung hat, kriegst du, glaube ich, auch diese... Kriegst du auch den Doppelten hin. Ja, aber hier. Nee, keine Chance. Massenrennen haben wir gestern im Multi gespielt. War ich allerdings semi-gut. Das Game bockt übelst. Okay, ein bisschen weniger lieber hier. Alter! Na, warum nicht? Stimmt, hier ist ja scheißegal, wie du lang fährst. Das finde ich, die mag ich eigentlich mit am liebsten, die Trickstrecken ohne Checkpoints, wo du einfach nur 3 Minuten viel Tricks wie möglichst machen musst. Das hatte ich heute Morgen schon mal mit Fahrrad. Hey, diesmal habe ich es geschafft. Guck mal, krass. Na, der war scheiße. Let's go. Ja, so, komm schon. Bin dann komischerweise immer noch Zweiter. Und hepp. Ach, ne, Half-Pipe, nice. Ist ja wie in der Republic hier. Gibt's auch so ein Ding. Aua, das ist... Mein Kreuz. Nicht hinlegst, aufstehen und weiter. Ja, aber wenn man es so oft macht, ist blöd. So. Was am meisten nervt, wenn du aus Versehen auf die Spulentaste kommst, obwohl du es nicht willst, wie eben gerade. Tony Hawk Skills. Naja, da hast du keinen gescheiten Absprung. Okay, was war das denn? Nicht, dass du rückwärts fährst. Alright. Ne? Hey, hör auf zu spulen. Ich komme mit meinem Wurstfinger nicht mehr.
So. Oh, das war nett. Das war cool. Guck mal, was eine geile Kombi. Oh, noch eine! Okay. Einer entgegengekommen auf dem Gelände, na sicher. Legendär! Ich glaube, so viele Punkte habe ich noch nie gemacht mit einem Trick. 35.000. Der war geil. Manchmal läuft's. Mehr zufällig. So, ich bin zweiter im Moment. Der Gazi Boy, der hat ein bisschen mehr noch. Hallo? Steh auf. Ja, Massenrennen brauchst du viel Skill, weil das sind die ganzen Hardcore-Spiele. Naja. Aber immerhin, die 18.000 auf dem Rail habe ich geschafft. Gut, aber insgesamt. Sechster, genau in der Mitte. Wäre ich so oft hingefallen, wäre das besser geworden. Aber die Strecke war cool. Hat Spaß gemacht. So, einen würde ich nochmal nehmen. Was haben wir hier noch Neues? Snowpark. The Trunk. Größte Halfpipe. Ich glaube, ich nehme mal das hier zunächst. Heute keine Cheater im Massenrennen. Ich habe heute Morgen mal ein Massenrennen gemacht, ne? Sah es aus, als wären die alle okay. So. Was haben wir hier? Landen Frontflip auf oder von einem Rail? Das ist eigentlich leicht. So, die Kamera ist immer gut versteckt. Und Top 3 in Schwierigkeitsgrad Experte oder höher. Okay, dann bleibe ich mal auf Experte, vielleicht kriegen wir es hin. 158, gestern hatte ich noch 20, ja. Das ist, weil ich die ganzen Trickdinger mittlerweile nur noch auf Experte oder sogar Elite spiele. Das läuft, da kriegst du echt viele Sterne, das ist schon cool. 300er Skier gegen 900er. Das ist schon ein Unterschied, ja. Wegen der Insider hat gestern immer die guten Skier gehabt hier. Okay, das war scheiße. Erstmal wieder gucken, wie die Rampen hier aussehen. Hä? Episch! Frontflip von oder auf einem Rail? Sowas, ne? Da habe ich schon geschafft, glaube ich. Und, hey, sogar doppelten Frontflip. Möchte ich betonen hier. Komm schon. Scheiße, da war einer zu viel. Einer zu viel. Naja. Eins von drei Läufen. Immerhin. Und mal dritter. Bisher immer nur auf leicht gezockt. Ja, die Zeitdinger, die zocke ich auch mal auf Standard. Aber mit den Tricks komme ich ganz gut zurecht. Außer jetzt, sagte er. Und stürzte auf den Rücken. So. Scheiße. Komm schon. Ja, der war cool. Naja, beinahe. So, Rennen 2. Es bleibt bei der 3.
Cheater habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Ich glaube, die werden da schon ganz gut solchen AAA-Games, da haben es Cheater schwerer als in diesen Indie-Dingern. Bei Guts and Glory zum Beispiel, da siehst du, dass da viele Cheater am Start sind. Auch wenn die die Liste immer wieder cleanen quasi, aber immer wieder so Typen da, die da Zeiten fahren, die kannst du eigentlich gar nicht schaffen. Yep. Oh, yep. Legendär. Oh, cool. Oh, cool. Oh, cool. Der war geil, der Lauf. Der war geil, der Lauf. Hey, gleich zwei Dings hier. Nebenziele. Außer die Kamera. Ich weiß nicht, wo die war. Hat jemand gesehen? Erster noch geworden. Wow. Mit schlechten Skiern. Die Warzone. Zeit habe ich schon oft höher gezockt. Tricks nicht. Ich finde die Tricks eigentlich viel einfacher zu machen, als die Zeit sind. Dinger, finde ich. Neues Zeug. So, Federung plus 4. Rewrite 219. Nehmen wir direkt. Und dann ist noch so ein geiles Ding. Nehmen wir doch direkt. Dude, you okay? Grinde deinen Weg, die verschlungene Piste der trickreichen Bärpark in Memu herunter. Was war das? Kingsides. Sei kreativ im Snowpark von Mammoth. Zeit ist leichter. Nee. Zeit ist Horror. Zeit ist Horror. Aber nichts ist schlimmer als Wingsuit ohne Raketen. Also nicht der hier. Oder der blöde Fallschirm. Oder dieses, ja, dieses komische. Ja. Das geht ja gar nicht. Das geht ja überhaupt nicht, das Teil. Da weiß ich nicht mal, wie man durch den ersten Checkpoint kommt. Wer steht nicht auf Pizza? Wenn du in Mammoth bist, Pizza! Kannst du dir wohl ein praktisches kleines Lieferantenbike schnappen. Klingt vielleicht nicht so. Scheiß Absperrung. Aber glaub mir, es ist hin. Oh, hier gibt's ein. Hier gibt es eine Sehenswürdigkeit, sehe ich gerade. Und ich mal schnell abbesuchen hier. Weiß nicht, wie weit die ist. 800 Meter. Oh, dann nehme ich mal gerade hier. Gucken wir uns mal schnell die Sehenswürdigkeit an, bevor wir weitermachen. Wingsuit ist größte Kack ever. Sehr schön. Was haben wir da? Dry Creek. Dry Creek. Ist es nicht hübsch, der Alpenpanorama hier. Das Dry Creek Preserve ist eine über 60 Hektar große ehemalige... Gibt es die eigentlich wirklich oder sind die erfunden, diese ganzen Sehenswürdigkeiten? Gibt es das Dry Creek Preserve? Das klingt alles realistisch hier. Ich denke, die gibt es wirklich. Und im Frühling gibt es eine atemberaubende Wildblumenschau. Platz finden, wenn das mal kein Brüller ist. So. Muss man mehr Sehenswürdigkeiten finden. Da ist noch einiges im Argen. So. Nein! Wollte ich nicht schon mal starten. Wollte eigentlich hier loslegen. So. Da ist was Neues. Das ist jetzt nicht das, was ich ursprünglich machen wollte, aber egal. Machen wir einfach mal. Autsch. Dude, you okay? Alles echt? Okay. So. Cap
Tisbury. Führe einen Nose Press auf einem Railroad. Da müsste man die Trickliste erstmal wieder angucken, wie man den macht, den Nose Press. 35.000 Punkte auf einem Rail, 175.000 Punkte und sammle 5 Sternenballons, ohne zurückzuspulen. Langsam wird's heftig hier. Ah, der Braderman. Den könnte ich mir auch kaufen mittlerweile, diesen Zebra-Anzug. Der hat irgendwie was. Oh Gott! Okay, komm. Verbuchen was über, unter... Machen wir nochmal neu. Es gibt da so ein geiles Elchi-Kostüm, habe ich gesehen im Shop, aber leider nur für echt Geld. Schade ist. Alter. Oh, schlecht. Sehr schlecht. Einmal starte ich noch neu. Sind die Nationalparks sogar mit einem Laser vermessen und nebeneinander gesetzt? Krass. Da steckt schon sau viel Arbeit in dem Spiel. Das ist schon heftig. Dann kannst du echt nichts sagen. 30 Euro im Sale ist ein guter Preis. Gibt's ja jetzt, glaube ich, noch. Sie haben es ja verlängert bei Epic. Bis Mittwoch oder Dienstag. Das war schön. Ja, war ganz nett. Wow, nicer Combo. Und nicht gestanden. Typisch. Hätte schön werden können. Ah, ich will das nochmal richtig schön machen. Immer noch neu starten. Okay. Naja. So. Das könnte eine geile Kombi geben. Das gibt eine gute Kombi. Naja. Geht so. Dachte, gibt ein bisschen mehr Punkte. Scheiße, wie kommst du an den Ballon ran? Hast du ein bisschen mehr Speed. Hm. Oh Gott. Eigentlich eine geile Strecke, wenn man mal ein bisschen weniger Scheiße spielt wie ich. Hab doch den Season Pass, aber sehe dafür keinen Vorteil. Stimmt, du hast ja hier die Premium Version quasi. Weiß gar nicht, was da dran anders ist. Habe ich jetzt gar nicht gelesen, was da besser ist am Season Pass. Du blöder Typ! Fährt er mich da zu klump? Shit. Trotz meines Versagens bin ich irgendwie Zweiter. Weiß nicht warum. Das sind ja so Aufbaugegner. Ach komm. Einmal versuch es noch. Bin ich immer... Da habe ich jetzt den Ehrgeiz, da ein bisschen weniger Scheiße zu fahren. Arthur Jan, danke für dein Follow. Willkommen in Österreich.
Ist es ja nicht mal. Aber könnte auch Österreich sein. Könnte auch Ischgl sein. Kriegst Sachen früher, besondere Skins und in Season 3 kommt... Oh, ein BMX kommt auch noch. BMX kommt noch, okay. Also richtige Offroad-Dinger dann. Ich sehe schon Wälder mit 1000 Bäumen, wo man gegen jeden zweiten dagegen donnert. Episch. Typ. Na, bisschen. So. Sollte auch richtig... Raketenski. Soll ja noch kommen. Raketenski. Klingt ein bisschen geil. Treff ich den Ballon nicht. Komm. Vermurkster Versuch. Statt das ganze Ding nochmal neu. Ist ja blamabel. Ja, bei neuen Strecken, die man noch nicht kennt, ist es immer ein bisschen schwierig. Okay. Ah. Und hier hoch. Warum ist der jetzt hier gestürzt, frage ich mich. Das war doch perfekt eigentlich. Okay, hier verstehe ich's. Hier versteh's. Ja, ihr müsst ein bisschen mehr Geschwindigkeit aufbauen und dann hier drauf. Und dann, ja, ist ja leider kein Boost hier bei den Skiern. Gibt schon seit Release die Raketenski. Okay. Oh Gott. Sorry, dass ich jetzt gerade hier so schlecht, richtig schlecht unterwegs bin. Hier ist auch 1000 verschiedene Möglichkeiten weiterzufahren. Und alle sind sehr gefährlich. Komm mal. Boah, diese blöden Ballons, ich krieg sie nicht. Aber ein Stern für 2 Minuten in der Luft. Das gibt's wohl pro Event. Also wenn du 2 Minuten pro Event in der Luft bist, kriegst du auch einen Stern. Habe ich jetzt schon ein paar Mal geschafft. Okay. Ich hätte die Rampe noch ein bisschen schmaler gemacht hier. Den habe ich. Raketenstyle, Jumbo-Bike und Snowmobil. Das Snowmobil habe ich hier auch schon. Snowmobil ist ganz cool. Kannst halt nicht viele Tricks mit dem machen mit dem Ding, aber ist ganz gut, um Locations zu erreichen halt. Ich will hier mal was. Komm. So nämlich. Und so. Kein Druck, wir gucken alle schon so. Ja, kaum gucken alle zu. Will ich auch nicht besser, als wenn keiner zuguckt. Ich geb's zu. Eine neue Strecke muss man erstmal perfektionieren. Andersrum bitte, danke. Yep. 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 Der war doch ganz schön. Legendär sogar. Glaube ich, das Höchste, was geht. Legendär. Ernsthaft. Jo. Ach, scheiß auf den Ballon. Ballon! Nein! Oh, das sieht gefährlich aus. Aber cool.
Komm nochmal. Auf dem Ding hier. Okay. Und hepp. Und hepp. Und hepp. Hepp. Unglaublich. Wow. Guck mal da hier. Episch. Ein paar epische schaffe ich dann immerhin. Immerhin doch. Ja. Sarma. Auch schöne Idee mit den Schulbussen. Okay. Ja, die perfekte Landung. One Truck! Euro Truck Simulator. Das ist ja der Ami Truck. Ami Truck Simulator. Jum. Ich fand die Landung jetzt gut, aber sagt er wieder schlecht. Vierter Platz. Ist natürlich undankbar, weil ich einfach viel zu viel hab liegen lassen. Immerhin ein Stern. Eine Nebenquest haben wir. Mal die Pipe. Okay. Ja, war das schon gemacht hier. Krass. Was mögt ihr eigentlich am liebsten so in dem Spiel? Ski oder lieber Fahrrad? Oder doch lieber sowas hier wie Wingsuit? Ich glaube, dass es keinen gibt, der am liebsten Fallschirm zum Beispiel macht. Schneemobil ist cool. Man kann es halt nicht, kann's halt schnell durch den Schnee fahren, aber für Tricks ist das nicht so gut. Hey, alles cool? Auf dem Gipfel des Schifoen! 306. So, Gewinne im Schwierigkeitsgrad Elite gibt 6 Sterne. Oder so viele Punkte mehr. Ja, okay, wir probieren's. Wir probieren's. What the? Okay. Können wir wenigstens wieder spulen. Ohne Ende. Whee! Das war kurz. Wie kurz war das denn? Das war's schon. Gerade für den Anfang sind die Sponsoren, kriegst du recht schnell solide Ausrüstung. Ja, so Sponsorensachen nehme ich meistens direkt mit. Ha, verdammt! Am liebsten Massenrennen und jeder gegen jeden. Ich glaube, am liebsten in dem. Am besten laufen, genau. Kann nichts passieren. Hui. Skifahren. Das ist schön an dem Spiel. Das kannst du im Sommer und im Winter spielen. Das passt immer. Im Sommer fährst du hier lieber Fahrrad. Im Winter machst du hier Schnee-Events. Mal ein bisschen hier. So.
Finesse. Könnten wir mal ein Massenrennen machen. In einer Viertelstunde gibt's ja wieder eins. Auf zu spulen, du. Alter! Eigentlich könnte man meinen, die Halfpipe ist nie so schwer. Oh, der war nett. Der war ganz nett. Kontrollpunkt verpasst. Allen Ernstes. So. Gut war's nicht. Nee. Den mag ich irgendwie nicht so. Multi-Dinger sind die besten, ja. Letzter Lauf. Das wird jetzt auch nicht mehr viel bringen. Aber den machen wir noch. Episch. Okay. Komm mal, die sind jetzt ganz cool hier. Hätte ich mal alle drei Läufe so gemacht, wäre das ein bisschen besser geworden. Hör auf zu spulen. Ah, das liebe ich am meisten. Jetzt kannst du spulen. Der war nämlich nix. Aber ein paar neue Sponsoren auch bekommen, also Ford zum Beispiel, neuer Sponsor. Naja. Kannst du nicht mehr viel rausholen. Immerhin. 10 Tricks. 10 neue Tricks. Reden wir nicht drüber. Und neues Zeug. Ja, auf Dauer sind die eigentlich immer größtenteils dieselben. Events sind ganz cool, die großen Events. So, wir nehmen mal die Faction 316. Sehr schön. So. Und die jetzigen, die habe ich, glaube ich, alle gemacht. Ja. Wollte ein bestimmtes Programm hier. Gehen wir mal zum Red Bull Ultra Natural. Das fand ich, glaube ich, ganz cool. Schwierigkeit oder höher gibt es hier noch. Oh, mal Experte, vielleicht kriegen wir es hin. Angst vor dem Unbekannten? Die solltet ihr auch haben. Die Zukunft des Big Bang. Ich liebe dieses Event einfach. Style pur und übertriebener Wahnsinn. Absolut. Die vielversprechendsten Athleten der Republic. Den habe ich heute schon gespielt, der hat mich ein bisschen wahnsinnig gemacht. Obwohl er cool ist. Ein super Double Misty mit Toxic Rap. Und. Yep. Double Misty mit einem hammermäßigen Toxic Rap für extra Style-Punkte. Toxic Rap beim Double Misty. Unglaublich. Oh, ich kriege die Landung jetzt gut hin. Na, der war nix. Der hätte ein bisschen schöner werden können. Ein
Misty mit einem stylischen Toxic Wrap. Ein super Double Misty mit Toxic Wrap. Was zur Hölle? Ich habe keine Geschwindigkeit mehr gerade. Und er. Ein cooler so. Misty mit einem Toxic Wrap. Nein, nicht. Ich will mal die. So. Tasten verwechselt. So. Ja, gegen echte. Ja, gestern Abend, wie gesagt, haben wir Multiplayer gezockt. Das macht schon eine Menge Laune. Heute nutze ich nur mal, um ein paar neue Gefährte zu bekommen und ein bisschen Sterne zu farmen. Hier. So. Ja, gut. Auch wenn ich nicht darüber reden will, wie schlecht ich gestern Abend war. Extrem schlecht. Ich war schon ein bisschen kurz vor, nee, kurz vor Selbstmord. Nein, das nicht. Ich war halt noch neu im Gebiet. So viel Style und kein Ende. Jui. Multi. Episch. Ein Misty mit einem stylischen Toxic Grab. Ein super Double. Ein netter Lauf hier. Der gefällt mir. Und wumm. Double Misty mit einem hammermäßigen Toxic Grab für extra Stylepunkte. Sehr schön. So. Generell zu 95% Multispieler. Ja, Multi in dem Spiel sowieso. Beste. Es macht am meisten Bock, sich gegenseitig von der Strecke irgendwie zu schubsen hier. Ups, was war das? Das war nicht so gut. Was macht am meisten Spaß? Klingt wie ein Cocktail. Was war denn das? Ein knackiger Triple Misty mit einem ganz klassischen Philly. Nice, nice, nice. Atemberaubend. Ein Triple Misty mit Toxic Grab. Weil, na warum auch nicht? Triple Misty Toxic. So viel Style und kein Ende. Ein cooler Misty mit einem Toxic Grab. Das gibt so viel Style und kein Ende. Das wird mein Lebensmotto ab jetzt. Das gefällt mir, der Spruch. So viel Style und kein Ende. Zwei Minuten in der Luft bereits. Krass. Bis gleich, Sabi. Hey, wir haben die Sterne noch geholt. Nice. Ich glaube, die haben wir vorher schon geholt. Sicher. Okay, das war gut. Fast doppelt so viel wie der zweite. Das ist auf heftigstem Schwierigkeitsgrad? Okay, das weiß ich nicht. Mega cool. Bring weiter so krasse Leistungen in den Events und die X-Games klopfen bald an deine Tür. Aber vergiss nicht, wenn dein Ego zu groß wird, kommst du nirgends mehr durch. Bloody Mary Cocktail. Ich mach mir mal einen Dr. Pepper auf hier. So. Das macht Bock, das Event. Aber noch Schönes. Ah, hier ist noch was. Komm, hier ist noch was Neues. So. New. Hier mit den Events. Sehr schön, so. Schwieriger, umso mehr XP, genau. Deswegen habe ich auch jetzt im heutigen Tag so viel XP mir geholt. Die Trickdinger mache ich mittlerweile alle auf den hohen. Weil für Standard, wie gesagt, das sieht man ja, das rechts ist grau, gibt es keinen XP-Bonus.
Ich denke mal, es gibt für Experte oder Elite, je höher ist, umso mehr XP-Bonus gibt es dann auch. Steht zwar hier nicht, es wird nur bunt. Machen wir mal Experte. Oh, schön. Rodeo. Rodeo, mein Lieblingstrick. Ah, Bäume. Bäume auf der Strecke finde ich immer richtig scheiße. War gestern schon Spaß gehabt. Nice. Bin ich Erster? Jo, im Moment bin ich Erster. Au! Spulen. Das mag ich bei den Tricks-Events auch. Da kannst du wenigstens spulen. Es sei denn, es ist mal irgendwie... Kriegst Sterne für Nicht-Spulen. Gibt's ja auch. Aber den Zeit-Events, wenn du spulst, dann kannst du gleich sagen, keine Chance mehr. Ja, machen wir den. Ja, was ist denn jetzt los? Jetzt krieg ich hier die perfekte Position mehr hin. Gar nicht mehr. Ich mache hier eine Arschbombe in den Schnee, eine nach der anderen. Guck mal hier. Elite auf Platz 1 gibt Max. Das hier Glühwürmchen unterwegs. Ach komm. Der sah gut aus. Den habe ich gestanden, okay. Das sah jetzt nicht so aus, als würde das gelingen, aber... Oh Gott, da, da. Da ist irgendwo das Ziel. So, am Schluss kannst du nicht mehr so viele Tricks ausführen. Gucken, was das wird. Elite auf Platz 1 gibt maximal 17.000 Punkte mit einem Rodeo. Hm. Erster. So. Gib mir ein neues Zeug. Orange gefällt mir. Jones Dreamcatcher. Gar kein Unterschied zum vorigen, ne? Weder Minus- noch Pluswerte, aber sieht cool aus, nehme ich. Die Revolution beginnt hier. Beweise, dass du würdig bist, beim Riders Ridge Invitational anzutreten. Neues Event! Yay! Um dich für das Red Bull Line Catcher zu qualifizieren, dem nächsten großen Ding in deiner Karriere. Du kannst da auch in Moon Boots aufkreuzen, wenn es dich glücklich macht. Hauptsache, du bist mutig und stellst dich den Unbekannten. Bis später, Skater. Was hat denn der Patrick letztens mit Bloody Mary die ganze Zeit? Das lässt denn gar nicht mehr los hier. Nur noch Bloody Mary. So. Schneemobil. Die 316 Dreamcatcher. 36, 40, 58. Das ist genau dasselbe. Oh, das Ding sieht cool aus. Ich nehme mal das. So, erziele. Führe einen. Okay, hier gibt es jetzt nichts für schwierigere, aber XP-Bonus. Bleib mal. Deswegen bleiben wir mal da. Gibt immer ein Board und einen Ski auf dem gleichen Level, okay. Ich lerne heute richtig viel, was das Spiel angeht. Das finde ich gut. Das herausgefunden hat, dass ein Cocktail. Mach mit und lerne. Ja. Ich glaube, dieses Event tut dem Sport richtig gut. Du sagst es. Immer mehr Skifahrer suchen unbefahrenere Strecken, um zu zeigen, was sie drauf haben. Wer zusieht, gibt Acht. Der Schrecken erwacht. Willkommen bei Red Bull. Alter! Riesiger Triple Backflip Seatbelt. Der macht sich gut in der Wertung. Der ist ja geil. 720 und Seatbelt. Hier wird uns nicht spulen. Gleich geht ein Massenstart
Oh, gleich gibt's einen Massenstartrennen. Da könnte ich mich mal wieder so richtig schön blamieren. Mal sehen, ob wir das hier rechtzeitig abschließen. Ich glaube zwar nicht. Anschnallen. Ein Fall Forti mit Seatbelt und übertrieben viel Style. Hoho. Das ist ja geil hier. Da kannst du ja voll die... Alter, nee. Ganz gut gestanden hab. Was hast du denn da jetzt auszuwerten? Komm jetzt ordentlich hier. Einer hat zu viel. Ja. Haben wir schon erwähnt, dass es nervig ist, wenn man auf die Spultaste kommt, wenn man es gar nicht will? WB Sabi! Guten Hunger! Weiß nicht, was gibt's denn Schönes? Hui! Jetzt geht's ab! Gleich, Moment. Ah, Alter. Und Chris M. schenkt der Bella einen Sub. Dankeschön. Danke sehr. Bella, schenke Sub. Riesiger Triple Misty Seatbelt. Denn Bonuspunkte kann man immer gebrauchen. Riesiger Triple Backflip Seatbelt. Nice. Der macht sich gut in der Wertung. Eine meiner, hey, die Strecke ist cool. Die macht Bock. Die macht Bock. Schnitzel mit Reis gibt's. Musst zu Riders Ridge und dann links im roten Feld für Massenrennen. Ja, ja, das weiß ich. Das weiß ich. Ich wollte nur diesen Event erst abschließen. Ich weiß nicht, ob das noch reicht. Man hat ja immer nur 4 Minuten Zeit. Dann dauert es ja wieder eine knappe halbe Stunde. Ich will das hier erstmal abschließen. Weil das macht Bock hier, das Ding. Ah, komm, den will ich mal richtig stehen, will ich mal richtig machen. Da würdest du das, den Sprung würdest du normal nicht mal überleben, wenn du den perfekt landest. Aber egal. Mal langsam. Mit Seatbelt, ein Monster. Ein perfekter 540. Ein unfassbarer Triple Misty Seatbelt. Seatbelt. Wow, das war ein 540. Ah, der hat er sogar noch gemacht. Und jetzt. Hui! Riesiger Triple Misty Seatbelt. Denn Bonuspunkte kann man immer gebrauchen. Auf diesen verrückten 1260 folgt tatsächlich noch ein Seatbelt. Oh nee. Der wäre ein Traum geworden. Der wäre ein Traum geworden. Komm. Makellosen Double Misty Seatbelt werden die Preisrichter sicher belohnt. Yep. Triple Misty mit Seatbelt. Das ist ein richtig schöner Lauf. Sehr schön. Cordon Bleu, auch lecker. Ohne zurückzuspulen, okay, einfach. Er will natürlich noch mehr Punkte für viele Sterne haben. Oh, das war schon gut. Belohnung! So, plus 2 bei der Luftdrehung. Freeride 334.
Nehme ich mit. Nehme ich mit. So, ich glaube, das Massenrennen ist schon vorbei. Die Zeit ist schon 5:35 nach. Tschu. Gucken kann ich mal, aber ich denke, das wird nicht mehr aktiv sein. Da war ich zu langsam. Nope. Brilliere abseits der Piste auf einem der längsten Bergkämme des Teton. Ist vorbei. Ah, hat das Event ein bisschen zu lang gedauert gerade. Ui. So. Niedecker Venus. 334. Jo. Tiefer Schnee. Ja, nice. Wie kriegt man euch so einen rauchenden Hut hier? Den haben wir gestern schon gesehen. Kostet bestimmt Real Coins hier. Shit. Fuck. Here we go. Und, ach, da geht er direkt runter, von hier aus. Und, wumm. Nicht leicht zu fahren hier, die Piste. Hier heißt es wieder schön wedeln, ne? Jo, schön in die Kurven legen und wedeln. Okay. So, Checkpoint-Sache, muss man aufpassen, dass die Checkpoints hier nicht übersieht. Ja, der war einer zu viel. Der Hut. Der Hut. Aua! Also gerne mal so Bauchklatscher in den Schnee. Wee. Ach fu. Bewegungsunschärfe habe ich aus. Wieso? Sieht's aus, als wäre die an? Ich habe die ausgemacht. Sowas nervt mich immer. Der Checkpoint verpasst. Wo war denn der jetzt bitte? Ah, Kompass. Ah, da irgendwo. Da. Oh, diese Schneegeräusche sind schön. Vorbildlich, also. Bewegungsunschärfe. Pfui. Wir spielen ja hier ein Spiel und gucken keinen Film. Aua! Ja. Ich würde das gerne ein bisschen anders anfahren, aber geht nicht so leicht. 'Unnötige Option, besonders auch in Egos. Fahrt ihr das eigentlich? Fährt das jemand von euch in der Ego-Perspektive? Ich finde, das könnte ich nicht. Ab und zu komme ich aus Versehen auf den Knopf, auf den Stick, und dann geht es in die Ego-Perspektive. Kann ich nicht spielen. Solche Spiele muss ich auch das Third-Person spielen. Geht gar nichts mehr.
In der Luft, 2 Minuten, schon mal gut. Einen Stern extra. Ist dann das für ein Riesending hier? Cool. Kontrollpunkt verpasst. Gibt sicher Leute, die den Modus nutzen, würde es den nicht geben. Ja, ich mag ihn nicht. Kannst du nicht so... Ah, hier kannst du mal sehen, ja. Aber hier ist schwer zu sehen, wo große Sprünge möglich sind. So im Vorhinein. Und manchmal denkst du, da kannst du voll weit runterspringen, dann geht's gar nicht so weit, weil da so ein Vorsprung ist. Bei der Strecke hier. Shit. Bei 180 auf der Autobahn fahre ich nichts unscharf. Chris ist eh so ein Raser, glaube ich. Ich fahre alles in Ego, gerade für Rennen, the way to go, dadurch präzisere Steuerung. Insa, nicht? Okay, das war jetzt nix. Dies war jetzt nix hier. So, machen wir noch einen Wintersport, dann hätten wir wieder Bock auf ein Rad-Event hier danach. Ich hätte mal wieder Lust auf Rad. Ja, es ist alles Übung. Übung ist eine Gewohnheitssache, das glaube ich. Fahren wir mal. Komm, wir nehmen mal die... wir nehmen das. Mal Pro. Tricks sind übersichtlicher, ja, ist auf jeden Fall. Das ist das der Ego, da musst du ja genau wissen, wann du landest. Das noch nicht mal probiert hier bei dem Spiel. Boah. Autsch. Naja, in der tiefen Schnee gefallen. Gibt Schlimmeres. Das zum Beispiel. Autsch. Alter. Waldstrecken sind nie leicht. Wupp. Und das ist nett. Fahr mal rückwärts. Du. Super Panda. Du solltest eigentlich runterfahren, aber egal. Machen wir es einfach mal so. Du bist ja ein Witzigen. Du bist ja ein Witzigen. Ich mach das Ding nochmal neu. Verkorkst. Steuerung Trickster? Ich glaube nicht. Kann man das da umstellen? Stimmt, irgendwas. Ja, genau. Als ich das genau gekauft habe, die Steuerung, da war da irgendwas. Gab es da so 2 Möglichkeiten? Weiß gar nicht, was ich jetzt eingestellt habe.
Ja, da hätte ich schon einen Trick machen können. Muss mal tryen. Deutlich besser. Controller Voreinstellung Rider Trickster. Okay, da werden die Tricks keine Kamerasteuerung. Mal probieren. Das wird jetzt wahrscheinlich völlig ungewohnt sein für mich. Ja, man, die Tricks gehen vor allem anders jetzt. Alter! Okay, ist Gewohnheitssache. Ich bin es nicht gewohnt. Ich lasse es mal. Ich lasse es mal sein. Wenn man vielleicht fuchse ich mich mal ein bisschen rein, aber ich mache erstmal meine gewohnte Steuerung. Yay! Yeah. Oh, verdammt. Ja, schön. Kleiner, aber schöner Trick. Der war klein und Schrott. Komm nochmal. Bitte. Noch diesen Sprung stehen hier. So. Vorteil der Ego jetzt, man sieht die Strecke besser. Hätten wir jetzt die Baumstämme gesehen, wo da eine Lücke ist und wo nicht. Hier ist halt meistens die Spielfigur im Weg. Das ist der Vorteil der Ego, das gebe ich zu. Hippisch! Hase! Ha. Schade, dass es nicht noch mehrere Tiere gibt. Gibt es nur Hasen. Sicher. Ach komm. Mach keinen Mist hier. Cool ist auch auf diesen Dingern nochmal einen Sprung zu machen. Das gibt auch richtig viel Punkte, wenn es mal gelingt. Ich versuch's nochmal. Anstatt nur da drüber zu sliden. Trick. Ja. Nicht immer einfach. Vor allem, wenn man hier den so scheiße anfährt wie ich gerade. Oder? Also vorhin hat es funktioniert. Bei dem ist es ein bisschen schwieriger. Oder? Naja, bei dem ist es schwer. Versuch's mal beim nächsten. Wenn man dann noch einen Sprung macht und vielleicht auch sogar zwei, wenn das Ding besonders lang ist. Das gibt dann meistens epischen Wert. Manuelle Landung habe ich direkt am ersten Tag reingemacht. Hatte Insider gleich gesagt, bloß nicht die automatische Landung. Die ist Schrott. Gibt keine extra Punkte und so kann man es nicht üben, wie man perfekt landet. Das stimmt. Macht auch mehr Spaß mit Manuel. Yep. Ja, war schön. Episch.
War hier ein bisschen gurkig unterwegs, aber ich war. Come on. Hier zum Beispiel den Sprung und hier noch einen Sprung. Ah! Bei den Baumstämmen geht's, glaube ich, nicht so leicht mit dem Sprung. Okay. Ja, ich glaube, bei den Baumstämmen ist es schwieriger. Also bei den Treppengeländern kriegt man es hin. Man auf dem Ding selbst auch nochmal springen kann. Und die Baumstämme gehen dafür nicht so. Verdammt. Naja, da kriegst du nur einen Doppelten hin. Nee, nicht mal. Den gehe ich schon schlecht an hier. Selbst dann, weil der blöde Felsen hier so ist, ne? Warum steht hier diesen Sprung nicht so gut? Naja. Schön ist anders. Vogel! Vogel gibt's auch, ja genau. Hasen und Vögis. Right. Oh. Unglaublich. Die Strecke ist... Oh, da ist die Kamera endlich mal. Wir haben die Cam. Immerhin war ein extra Stern sicher. Um die Jury zu beeindrucken. Es geht natürlich um fette, stylische Backflips. Okay. Hier sind ein paar fette Beats für den richtigen Rhythmus. Benji out! Ja, ich würde euch gerne die Musik hier auch geben, aber Twitch heult dann gleich rum. Hier zum Beispiel ein Sprung ist sehr gut. Das gibt dann direkt mal episch. Der Sprung schlecht, weil es nach unten geht, sowieso schon. Boah. Okay. Ups. Evi00, danke für dein Follow und willkommen. Jetzt geht's los hier und Full Artifice. Thanks for your follow. Boah, Mann, wir haben fast doppelte Punktzahl. Also KI-Gegner sind ein bisschen pibbelhaft eingestellt. Wieder ist es zu heftig oder zu leicht. Gibt ein Radiosender extra für Streamer, ernsthaft? Muss ich mich mal informieren. Das wäre doch mal ganz nett. So, das gibt jetzt ordentlich Sterne hier. Zwei Nebenziele haben wir abgeschlossen. Und immer wieder Fahrrad fahren hier. Oh. Oder machen wir mal Abfahrtski. Oh, klassisch Abfahrtski. Da werde ich jetzt richtig failen. Abfahrt war schon cool, aber...
Das ist gar nicht so weit. Oh, mal Schneemobil hier. Reicht das Ziel in weniger als 1,45? Überquere die Ziellinie mit mindestens 89 km/h und lande einen Backflip mit Abfahrtsski. Klingt eigentlich alles recht einfach. Jo. Da fehlt es halt noch viel. Da haben wir gerade mal die 150er. Muss mehr Events mit Abfahrt machen. Wenn wir da mal ein bisschen. Ich auch mal Standard nur runter jetzt. Da fehlt es noch. Da muss ich ein bisschen farmen. Das war es, ein Backflip mit einem Abfahrtsski oder ein Frontflip? Ha. Sollte man nicht so viel spulen. Machen wir einen Frontflip. Ja, beides machen am besten. Das war ein Backflip. Yep. Wunderbar. Und ich bin der Erster. Krass. Krass. Cheat. 86%. km/h in die Ziellinie. Ich hoffe, das klappt. Komm. Yes. Was streamst du sonst noch so? Hast du vor, Riders öfters zu streamen? Ja, also mit der Community haben wir gestern Multi gemacht. Also das werden wir auf jeden Fall auch noch öfters machen, denke ich. Wir uns mal absprechen, wenn wir da Zeit haben. Ansonsten, ich spiele hier eine Menge, also öfters Horror-Games. Indie-Games, Retro. Normal ist ja der Platz hier sonntags nachmittags mein Retro-Slot, also wo ich alte Spiele spiele. Heute hatte ich aber eher Bock auf Riders Republic. Ansonsten gibt es sonntags meistens Classics. Und morgen gibt es einen Stream. Und zwar mit Rayman Legends spiele ich im Moment am Montag. Also ich streame immer Samstags, Sonntag und Montags in der Regel. Ganz selten auch mal Donnerstags. Riders gibt's auf jeden Fall öfters jetzt. Und thanks for the GG. Und neue Ausrüstung. Orb Freebird. Kann ich auch gebrauchen. Hier muss ich echt noch ein bisschen was holen. Und danke für dein Follow, Morpholex. Willkommen. Komm mal, Mann, Massenstart. Da hast du aber ordentlich abgeliefert. Na schön. Ach, jetzt kommt die Labertasche wieder. Großes Event steht nun fast vor der Tür, also nutze die anderen Events, um an deiner Technik zu feilen. Und bevor du gehst, noch ein guter Ratschlag. Wenn du auf der Piste bist, check die Sehenswürdigkeiten. Eine schöne Zeit in den Bergen hilft bei der Regeneration. Das wirst du im Verlauf der Serie noch brauchen. Alles klar. Suki out. Suki out. So.
Ja, hier. Oh, der Massenstart nicht immer hier in der Mitte irgendwo? Und nicht immer hier in dem Bereich? Da ist er doch. Da ist er doch. Top 30, das wird nix. Bin heute Mittag, bin ich mal, ich glaube, 233. geworden. Mal sehen. Vielleicht klappt es jetzt ein bisschen besser. So, da ist es. Zu den Gipfeln der Titan Range kannst du einen alten Tipi-Pfeiler mit einer Flagge der ersten Expedition sehen, die dort ankam. Sieh dich doch mal dort um. Vielleicht findest du ja was. Riders Reach, genau, direkt. Schnellreiseziel Riders Reach. Yay. Aber das Panda-Outfit gefällt mir. Gab's ja, gibt's im Moment für Prime. So. Gibt's wieder Chaos hier. Diese Massenstrahlstrecke eigentlich immer die gleiche. Und da könnte man die ja auch üben. Deswegen sind da so Cracks, die machen den ganzen Tag nichts anderes als diese Strecke üben wahrscheinlich. Siehst du, jetzt habe ich schon den Kontrollpunkt verpasst. Und jetzt haben wir es vercaked. Hab nämlich nicht gedriftet. Das war mein Fehler. Ich weiß, ohne Tricks ist hier besser, aber ich will Tricks machen. Ja, das ist dieselbe Strecke wie heute Mittag. Ist immer dieselbe. Ui. Scheiß Bäume. Schuh. Ja, das ist immer dasselbe Prozedere, genau. Dann kommt hier der Wingsuit mit Rakete, zum Glück. Das sind halt Cracks, die den ganzen Tag nichts anderes spielen hier. Ach, shit. Weil da einmal Spur ist, hast du verkackt. Ach, verdammt! Ruhig, ganz ruhig. Wo? Was ist der Checkpoint? Wann das jetzt? War ich verwirrt? Oh Mann. Also, sobald es um irgendwelche Zeiten geht,
geht bei mir gar nichts mehr. Ich mag dieses Massenstart. Diese Strecke ist scheiße. Die ist zu schnell für mich. Die muss ich noch lange üben. Jetzt kommen noch diese Pölle. Jo, nee. Da habe ich mich gestern schon so aufgeregt. Die Checkpoints sind sehr gut versteckt. Deswegen, die Strecke musst du echt üben, damit du da was reißt. Du musst eigentlich jedes Massenrennen am besten mitmachen, damit du die ein bisschen kennenlernst. Autsch. Kann man die auch so fahren zur normalen Übung oder geht das nur für Massenstartrennen? Komm nicht mal ins Ziel, das war heute Mittag schon. Ich bin nicht mal ins Ziel gekommen. 84% und fertig. Oh. Glückwunsch. Du mich auch Glückwunsch. Leider kein Finish. Beim nächsten Mal machst du es etwas schneller. Tja, 53 von 57. Noch Fragen? Massenstart kann er überhaupt nicht. So. Das war noch eine gute Runde. 2 von 3. Stimmt, das sind ja 3 Runden. Kommt der Radsport und dann Luftsport. Spätestens bei Luftsport bin ich raus. Irgendwann bist du Erster. Jetzt ist es soweit. Mit Pay for Win vielleicht, ja? Hm. Whee! Diese Kommentare immer. What? What? Ja, ich muss vor allem mehr Massenrennen mitmachen, damit wir das üben. Ich muss unbedingt meine Tricks machen, ne? Wenn ich schon sonst nichts mehr reißen kann. Yes! Yes! Nee, nicht spulen! Oh ja, komm. Oh nee, jetzt kommt. Puh. Na gut, 50%. Dann gib Stopp und starte die Aufholjagd. Och, ist das dein Ernst? Irgendwie so ein Kack im Weg hier. Die hier, die kenne ich jetzt überhaupt nicht, den Abschnitt. Was? Checkpoint verpasst. Wo war ein Checkpoint? Letzter Sektor. Häng dich rein. Schöner Start für eine Massenvernichtung. Ja, fahrst du mal vorwärts hier. Erstes schon im Ziel, ich bin bei 74%. Das ist blamierend. Denkbar.
Blätter vom Himmel gefallen. Los, los, los! 10 Sekunden! Ich bin 54. Wie peinlich ist das denn? Ah ja. Die Leute machen wahrscheinlich nichts, ganz noch nichts anderes als dieses Massenrennen fahren. Ach, schade. Nicht ganz bis zum Ende geschafft. Sag mir das auch immer. Ich will keine Tricks machen, aber dann machst du das doch immer. Gar nicht mehr motiviert für dritte Runde jetzt. Ja. Die kennen halt all die Strecke innen und auswendig. So, machen wir noch den drin. Raketen-Wingsuit. Gott, wo bin ich? Im Baum, natürlich. Komm, mach. Hat keinen Sinn mehr. Hat keinen Sinn mehr. Manchmal setzen wir unsere Omis in die Nässe. Sehen wir der Tatsache ins Auge. Und dazu. Oh, hier gibt es noch eine Sehenswürdigkeit. Ich würde sagen, machen wir noch ein Event. Da gibt es auch noch, genau, gucken wir die Sehenswürdigkeit noch an. Da oben. Wow, gut gelandet. War nicht schlecht. Mororock. Hast die XP in Sterne verschenkt. Ja, ich war nicht mehr motiviert. Das ist auch schön. Wenn du unter Höhenangst leidest, solltest du den Aufstieg in den Mororock vielleicht noch einmal überlegen. Aber wenn du dich entscheidest, weiterzugehen, schenkt dir sein Gipfel eine unvergleichliche 360-Grad-Aussicht mit atemberaubendem Blick auf die Great Western Divide, die in meister Zeit. Egal, Hauptsache ich habe hier meine Sehenswürdigkeit und dann gehen wir noch zum Event. Und zwar im Sturzflug. So, Furious Kyle Straight 02. So, Gewinne auf Experte oder Höhe ohne zurückzuspulen. Machen wir mal. Oh ne, Giraffen auch noch. Das ist Giraffenrennen. Steh auf! Es quietscht dann die Giraffe so komisch. So.
Ach, fahr doch mal ein bisschen blöd. Nicht so blöd hier. So. Ganze Bäume sind das Schlimmste. Tritt in die Pedale. In der Luft. Oh ne, ein Checkpoint. Profis werden Profis. Oh Gott. Genau. Ich mag diese Massenstartstrecke nicht. Die ist doof. Die ist absichtlich doof, damit man so oft übt. Ich weiß, aber... Ich mag hier lieber die Trick-Events. Machen mehr Bock. Müsste auch so einen Massenstart mit Tricks hier haben. Das wäre auch schön. So. Ja. Leider überall zurückgespult. Das Kostüm ist Beste. Wir machen das nochmal. Jetzt aber ohne zurückzuspulen. So. Bonus! Wow, ho, ho, shit! Fuck. Ohne zurückzuspulen, bitte. Deswegen habt ihr gestern Abend auch zu 90% Zeit-Events gemacht. Mann, ihr wusstet, ich kann die nicht. Danke Arms 28700 für dein Follow. Bitte? Oh, du sollst nicht spulen. Ich muss mich abgewöhnen zu spulen hier in dem Level. Zwei Arten, die Tricks machen und die Racer. Ich bin auf jeden Fall Ersteres. Boah, ich hab's gar nicht gesehen, welcher ich bin. Das ist scheiße, wenn alle gleich aussehen. Oh. Da nicht spulen. Sama, blöde Steine hier. Steine und Bäume. Schlimmste in dem Spiel. Spule. Einmal noch. Die Winnie Racerin. Racerin, auf jeden Fall. Das sind alle Racer irgendwie. Ich bin der Einzige, der wo die Tricks lieber mag. Krass.
Ich lasse den mal wieder einen Vorsprung, damit es ein bisschen weniger verwirrt wird hier. Alle gleich aussehen ist schon scheiße. Yep. Legendär! Ach komm! Kleinsten blöden Rampen schafft die blöde Giraffe nicht. Bonusring! Ah, schon. Yay. Finish. Und wie sieht's aus? Ja, boah, 3+6, 9 Sterne. 9 Sterne. Das hat's schon noch rentiert hier. Der war gut. Trick-Events, beste. Dankeschön. Kernherausforderung abgeschlossen. Jo, cool. Und ein neues Bike. Dreimal Luftdrehung. 442. Das sieht doch nice aus. Da gibt's neue Events. Muss halt bei den Skifahrdingern muss ich mal ein bisschen mehr machen, damit ich halt mehr bessere Skier bekomme. Shack Daddy Events Teil 2. Machen wir beim nächsten Mal. Hirnschmalz mal hier rauf. Wie wär's mit einem Rennen? Und Morpholex, danke fürs Reinschauen und viel Spaß beim Fahren. Ich mache jetzt hier eh an der Stelle Schluss für heute. Ey, macht schon Laune, doch? Pixie auf Asphalt zu fahren, klingt total bekloppt, oder? Sieh dir mal dieses Shack Daddy Event in Mammoth an. Klingt nach Spaß, oder? In Mammoth. Hoffe, die Kampagne baut noch ein bisschen Spannung auf. Ja, weil... Ja, damit noch ein bisschen Abwechslung reinkommt. Aber im Moment ist es echt cool. Macht schon eine Menge Bock. Wenn du in Mammoth bist, kannst du dir wohl ein praktisches kleines Lieferanten. So, ich kann hier nochmal in die Mitte, da könnt ihr sehen. Also ich habe 208 Sterne. Heute Morgen hatte ich noch irgendwie 20, wie gesagt. Oder unter 20. Ist gar nicht schlecht. Nice. So. Zurück zum Desktop. So Leute, dann war's das für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Das war ja, was die Tricks angeht, ganz erfolgreich heute. Der Rest reden wir nicht drüber. Apropos, reden wir nicht drüber. Morgen gucken wir mal, ob wir was reißen bei Rayman Legends um 17 Uhr. Da gibt's wieder lustiges Jump'n'Run. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr dann dabei seid. Schönes Restwochenende, schönen Sonntagabend und macht's gut, bis morgen. Ciao, ciao.